Wir sind hier heute auf der Jobbörse der österreichischen Bundesregierung. Wir erwarten hier heute ca. 1000 Konventionsflüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte und versuchen ihnen zu zeigen, wo Jobs wären, wo man sich bewerben könnte und wo es gute Möglichkeiten gibt für Berufsleben. Wir haben hier heute fast 40 verschiedene österreichische Unternehmen, sehr große, aber auch kleine Tourismusbetriebe, kleine Hotels, aber auch große Unternehmen wie die ÖBB zum Beispiel, die Österreichische Bundesbahn. Es sind ca. 1000 Leute, die wir heute erwarten, und sie haben sehr unterschiedliche Ausbildungen. Manche Leute haben nur die Pflichtschule absolviert, aber wir haben auch durchaus Akademiker oder Leute mit guten technischen Ausbildungen, die sehr gesucht sind. Es sind durchwegs Menschen, die schon einige Zeit in Österreich sind, die also schon ganz gut Deutsch sprechen. Auch das ist sehr wichtig für die Arbeitsmarktintegration, dass man die Sprache kann. Und wir denken schon, dass die Menschen gute Chancen haben. كنت هلا عم دور يعني بين الشركات وشفت شركة يعني كانت هي المجال اللي أنا بدي أشتغل فيه واللي هو الجرافيك ديزاين أو الآي تكنيكا يعني أي شيء من هدول فبظن الفعالية رح تساعد كتير لأنه هو صعب صراحة تحصل شغل عن طريق بفيربونج شوية كتابات فهون وجها لوجه بيكون الموضوع أسهل صراحة ويعني في نفس الوقت ما تحتاج تكتب أي بفيربونج 20 سطر ولازم تتفنن بالكتابة بالعكس بيكون بيرسونلي بيكون لك فرصة أكبر وبظن كل الناس اللي يجوا لهون اليوم رح يقدموا على شغل وإن شاء الله الكل بيجي وظيفة يعني الفرصة ارتفعت بنسبة 25% عن أنه تكتب بفيربونج أونلاين أو إيميل للشركة طلعت على كل الشركات قدمت تقريبا لشركتين قبل كنت قدم كتير صراحة أونلاين وهيك فالموضوع ما كان ينجح صعب كتير لأنه في ناس كتيرة يعني بتقدم على المهنة وهي بس هون جربت وإن شاء الله يعني الفرصة أكبر التنوع ممتاز يعني في لنا تقريبا في كل المجالات يعني من مجال الصناعة اليدوية المجال الاي تي ومجال الكمبيوترات مجال الحرف العادية يعني في كل المجالات تقدر تقول IKEA ist Teil von einem großen globalen Unternehmen und wir in Österreich wollen aber auch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir ein möglichst vielfältiger Arbeitgeber sind. Also für uns ist das sehr, sehr interessant, dass Leute mit einem Flüchtlingshintergrund, mit einer Geschichte, die außerhalb von Österreich begonnen hat, auch bei uns Arbeit finden. Sie sind ein sehr wichtiger Teil von unserer Gesellschaft und wir wollen sie auch einbeziehen. IKEA hat weltweit dazu ein Projekt gestartet, wo man sagt, man gibt Flüchtlingen eine Chance am Arbeitsmarkt und wir wollen sie auch fest bei uns anstellen. Also wir wollen Flüchtlinge, ehemalige Menschen mit Asylberechtigung, fest in unseren Arbeitsalltag integrieren. Dazu habe ich keine konkreten Zahlen. Ich kann nur sagen, wir haben ein Lager, ein Logistikzentrum, ein neues eröffnet. Das sind rund 200 Mitarbeiter. Und von diesen 200 Mitarbeitern sind 10 mit einer Flüchtlingsgeschichte, 10%. 10% mit einer Flüchtlingsgeschichte, die dort ihren Arbeitsplatz gefunden haben. Und wir wollen diesen Anteil weiter erhöhen.